Jo, und somit wir. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Citadel. Ja, frag... No. Hat er mich gesehen? Okay, ja, ihr fragt euch sicherlich, was mache ich denn hier? Meine Hütte war doch ganz woanders. Ja, unsere Hütte war hier irgendwo. Und ja, ich habe die Karte nicht komplett aufgedeckt, weil ich musste alles nochmal neu machen. Komplett alles. Ich besitze jetzt auch Level 7. Kommen jetzt auch ein bisschen mehr klar, denn, pass auf, wir gehen mal kurz in unsere Hütte rein. Wir sind hier, ich sag mal, Sumpfgebiet oder was das ist. Dort drüben wollen wir uns aufbauen. Problem ist halt, ihr habt die Elfe schon vorhin gesehen. Dort ist, ich sag mal, ist noch eine und die sind gefährlich. Ich habe jetzt aber schon mal etwas vorbereitet und zwar heute Eisenbahn. So, und mit diesen Eisenbahnen können wir natürlich eine Truhe herstellen. Aber wartet mal, wir müssen etwas Besonderes herstellen. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber... Doch, das hier ist es. Wertvoller Stein, wie kriege ich das denn? Ja gut, wie ich einen wertvollen Stein kriege, weiß ich auch nicht. Aber mit diesen Steinen, mit den Sachen, können wir Stein der Wiederkunft hinpacken. Bedeutet, wir können uns immer wieder hierher beschwören. So, aber vorerst machen wir erstmal unsere Truhe hier hin. Packen wir dorthin. Und ich guck mal ganz kurz, wie wir die Steine bekommen. Und diese Dreckselfe haut nicht ab. Die ist immer noch hier irgendwo. Ich guck kurz. So, ich weiß nicht ganz genau, wo wir hin müssen, aber circa hierhin müssen wir. Könnte ein bisschen Probleme geben, aber ich denke mal, sollten wir eigentlich schaffen. Gut, dann machen wir uns gleich mal auf den Weg. Aber genau, was ich jetzt vergessen hatte, euch zu zeigen, ihr kennt ja unseren Zauberstab. So, und zwar haben wir Naturessenz. Rein damit und mit dieser Magie, warte mal, wie kann ich jetzt tauschen? Ach hier, Baumrinde extrahieren und Freunde, genau das habe ich gesucht. So, das hier packen wir dorthin, Zauber herstellen. Genau das habe ich die ganze Zeit gesucht. Pass auf, und ich zeige euch mal ganz kurz, was man damit machen kann. Und zwar stellen wir uns ganz kurz mal an diesen Baum hier ran und dann können wir das machen. Seht ihr das? Und schaut links, bam, 6 Holz, 6 Holz. Und das Gute ist, wir können jetzt so machen, können alles sammeln und der farmt das automatisch für uns. So, und mit diesem Stab müssen wir jetzt wohin? Eieiei. Ah, man muss die also sammeln. Okay. Gut, dürfen wir nicht verschwenden. Ich räume jetzt ein paar Sachen aus und dann müssen wir uns auf den Weg machen. So, dann heißt es jetzt auf den Weg machen. Ich habe eine Mission fertig. Ey, da können wir kurz vorbeischauen. Ich muss sogar dahin. Let's go. Ah, wir können sogar beides gleichzeitig benutzen, ne? Ah, ich höre wieder eine Elfe. Aber wir werden uns mit Sicherheit dort aufbauen. Dauert aber noch ein bisschen. Ein Kollege, Mission für uns. Hasen und einen Düsterwolf besiegen. Kriege ich sogar Metall für. Ja, arigato. Mach ich. Hey, Fee, kann ich... Aua, kann ich irgendwas... Lach doch nicht so. Ich töte dich. Ich töte dich. So, wir müssen jetzt angreifen und gleichzeitig uns heilen. Aber das sollten wir easy hinbekommen. Ja, ja, das bekommen wir hin. Ich heile mich gleichzeitig, indem ich esse und töte sie gleichzeitig. Ach, Fee, komm. Gib doch auf. Das geht eh keine Chance. Na, oder doch? Man weiß ja nicht. Gute Nacht. Schlaf gut. Ja, hübsch bist du. Kappa. Meine Fresse, ey. Hi, Schweine. Ach, und was ich noch nachgucken wollte. Gibt es hier irgendetwas? Warte mal, da gibt es irgendwas. Was ist das denn? Schnellreise. Wohin? Wohin führt mich das? Ey, ich bin auch übelst dankbar für die ganzen Kommentare, weil ich habe echt nicht wirklich einen Plan davon. Wohin führt mich das? Wie siehst du denn aus, mein Freund? Sprich mit Woodrow Avondale. Ich nenne ihn Robin Hood, Mann. Was? Aktiviere das nahegelegene Portal, sprich mit Schatten. Habe ich gemacht. Benötigte Stufe 60. Ach, Junge, da gehe ich jetzt schon rein. Ach, und das der Problem mit dem Dings, dass ich unendlich bauen kann und so weiter, habe ich alles gelöst. Ich kann es nicht mehr. Ich wusste auch, woran, ich habe es auch bemerkt, woran es lag. War mein Fehler. Also die Gegend hier sieht schön aus und ich glaube, wir haben die Stelle entdeckt. Wir müssen dort runter. Hase? Hase? Oh oh. Hallo Hase. Moin moin. Autsch, man kriegt doch Fallschaden. Halt, stopp. Ja, natürlich bist du viel zu... Will er mich angreifen? Ha. Ja, gut. Warum läuft er auch um mich herum? So, wir müssen dort runter. Problem ist, es gibt Fallschaden. Das wusste ich nicht. Ich habe irgendwas aus der Entfernung Schein gehört. So, wir müssen hier runter. Gut. Wo ist dein Eingang? Ich glaube, ich habe einen Eingang gefunden. Ja, ich habe ihn. Okay, schnell rein da und schnell wieder raus. Das ist die Lagunenhöhle. Bitte nicht angreifen.
Dankeschön. Ist ja gut, ist ja gut. Kann ich hier irgendwas abbauen oder so? Oh, schöner Sound hier drin. Sehr schön. Aber bis jetzt scheint hier nichts drin zu sein. Alles easy peasy. Nö, hier ist nichts. Ja, dann gehen wir nach vorne bei... Freund, ich brauche nur die Steine da vorne. So, diese komischen Kugeln habe ich auch was herausgefunden. Und zwar... Wartet ganz kurz. Ja, was bist denn da runter hier? Hier kriegen wir Naturessenz her. Wartet ganz kurz. Und zwar, genau... Ja, ich dachte... Ja, da! Naturessenz, dreimal. Und da drüben können wir uns Feuer holen. Feuer wird sehr interessant sein, aber... Das hier scheint auch interessant zu sein. Das müsste jetzt Thunder sein. Blitz. Sturmessenz. Gut, dann ist... Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Da fehlt uns nur noch Feuer da drüben. Waldwächter. Kein Problem. 1997. Da sind bestimmt einige von euch geboren. So, wir gehen mal ganz kurz darüber, denn da ist die Energie, die wir benötigen. Okay, der Wald. Komische Schrater bleibt da hinten, ne? Genau, diese Steine hier. Level 11. Gut. Golderz. Eisenerz, das ist nicht das, was ich möchte. Ich brauche das Gute. Wertvoller Stein, dreimal. Sechs, okay, wir haben sechs Stück. Passt perfekt, aber wenn wir schon mal hier sind, bleiben wir kurz hier. Oha, wie hübsch das da ausschaut. Ja, da gehen wir gleich kurz hin. So, jetzt will ich aber ganz kurz mal schauen. Hier hätte man eine richtig schöne Base aufbauen können. Eieiei, und dann mit der Höhle? Man hat es nicht weit weg. Aber schick, schick, schick. Verzauberter Stein habe ich auch bekommen. Was das ist, weiß ich jetzt nicht. Aber pass auf, ich würde sagen, wir gehen zurück. Wir haben drei Runensteine. Ich glaube, das ist eine ganz normale. Sechs verzauberte Steine und Golderz. Und dazu Eisenerz und 24 wertvolle Steine. Damit sollten wir gut aufgestellt sein. Und jetzt reißen wir dem mal den Arsch auf. Bogen, konzentrierter Sturm. Machen wir das mal rein. So, dann bin ich mal gespannt. Hey, Waldwächter. Oh, oh, das wird knallen. Warte, Feuer wäre doch gut gegen ihn. Hallo, kannst du dich mal hier reinbewegen? Danke. Scheiße, müssen wir nochmal machen. Jetzt aber. Und? Oh! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh Gott, geh schnell ins Wasser, geh schnell ins Wasser. Ach du Heilige, ist der schnell. Hey, warte, 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 warte. Oh mein Gott. Gut. Ich hätte niemals eingeschätzt, dass er so schnell ist. Hallo. Zieh Leine. Sasse, weißt du, mit wem du dich ja nix. Ich bin Techno Potter. Oh, ich hab gleich kein Stamina mehr. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Der kann mit Steine schmeißen. Waldwächter hin oder her. Ich werde dich vernichten, ja? Pass auf, Freunde. Ich werde ihn töten. Hey, man schmeißt dich mit Steine. Was hat deine Mutter... Okay, einen Fehler haben die Feinde aber auf jeden Fall. Irgendwie, wenn die manchmal angreifen, bleiben die stehen. Bam, Junge. Jo, super. Da, guck mal, der bleibt jetzt stehen. Warum? Jo! Alter, ich werde dich vernichten. Ich sag's dir. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dich zu betöten. Okay, wir brauchen aber echt Energie und so. Hallo? Nein! Oh, ich darf nicht sterben, Mann. Oh Gott, was habe ich gesagt? Ich darf nicht sterben. Ich bin gleich tot. Okay, ich muss die Sache besser angehen oder so. Komm her, Junge. Dieser Drecksack. Jo, und weg hier. Autsch. Komm, Junge, komm. Ja, Freunde, so können wir gegen ihn kämpfen. Es scheint mir wie ein Endboss zu sein, aber es ist ein normaler Gegner. Komm, ich krieg das aber noch hin. Komm, mein Freund. Komm, 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 komm. Ey, aber ohne das Wasser hier hätte ich es nicht geschafft. Oh, Leute, er ist gleich tot. Wir haben ihn gleich. Ah, das ging ins Auge. Komm in meine Arme. Ich renne jetzt nicht mehr weg. Ich renne nicht mehr weg. Ich renne nicht mehr weg. Wir haben ihn getötet. Yo. Cool. Ich hätte dich jetzt ganz gern gesehen, aber dein Gesicht scheinbar nicht mehr zu Gesicht bekommen, wa? Zu bekommen. Gut. Naturessenz. Dafür habe ich dich getötet. Wow. Dafür setze ich mein Leben aufs Spiel, weißt du? Naja, egal. Machen wir so wieder weiter. Dunkelessenz ist das. Dunkelessenz? Ich dachte, es wäre Feuer. Wo ist denn Feuer? Beschwörungsessenz? Warte, ich glaube, da könnte man damit ablenken. Angreifer beschwören? Turm beschwören?
einen Anhänger beschwören und eine Gruppe beschwören. Ich beschwöre jetzt meinen Angreifer. Nicht genug Mana? Wie, nicht genug Mana? Wie viel brauche ich denn dafür? Gut, nehme ich mir mehr davon mit. Gehen wir zurück nach Haus. So, und ich weiß, wir können irgendwie jetzt Tiere zähmen. Ich glaube, das sollte möglich sein. Ich versuche mal etwas. Und zwar die Lichtessenz. Wir tun die mal rein. Büße. Befrieden. Also, wir versuchen uns jetzt ein Pferd zu zähmen. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert, aber wir testen es. Ich weiß auch eventuell, wie es funktioniert. Hoffen wir es mal. Pferdchen! Ja! Okay, es funktioniert. Okay, ich muss dranbleiben. Ich muss dranbleiben. Problem ist, hinter ist mir ein Grizzlybär. Okay, er ist weg. Er ist weg. Okay, alles gut. Ich sehe gerade aber, meine Mana schwindet übelst krass dahin, wenn ich das benutze. Wir können es aber trotzdem schaffen. Komm, bleib stehen, bleib stehen. Er hat jetzt fast ein Viertel. Ihr seht ja das an seinem Bild, das, was umkreist ist. Wenn das einmal komplett herum ist, haben wir ihn gezähmt. Komm, Pferdchen, bleib stehen, bleib stehen. Komm, du bist ein weißes Pferd. Du bist ein sehr elegantes Pferd. Warum geht es nicht hoch? Es geht nicht hoch. Nee, ich glaube, wir müssen es ein bisschen runterklatschen. Machen wir. Kein Problem damit. Oh. Das sollte jetzt nicht passieren. Los, runterschlagen und dann können wir dich zähmen. Ah, guck mal, es geht viel, viel schneller. Oder war das andere Pferd irgendeine andere Stufe oder so? Komm, Pferdchen, komm, komm, komm. Wir haben es gleich. Hi. Jo, Kreatur zähmen. Wir nennen dich Spirit. Akzeptieren. Oh, Leute, wir haben Pferd. Alles gut bei dir? Hübsch. Ja, ja. Du stehst sehr komisch. Aber geht noch. Elegant. So, kann ich dich denn interagieren? Gut, bleiben. Aha. Tier freilassen. Kreatur färben. Uns fehlt Farbe. Folgen. Komm, Spirit. Hopp. Kommste. Ich hoffe, du wirst nicht sterben, okay? Weil dann, ja, wäre es echt eine Blamage. Ah, ein Sattel gibt es ab Stufe 10. Ich bin Stufe 8, da mache ich das kurz mal. Spirit, mitkommen. Wir müssen töten. Oh, warte mal. Spirit, greifst jetzt... Oh Gott! Spirit, greift an! Nee, echt jetzt? Ich habe eh auf ihn gedrückt und er greift an. Das sollten sie mal in Arc einfügen. Das wäre besser mit hier T gedrückt halten und dann extra oder so halt hinpfeifen. Sondern einfach, das steht dann da und dann bam. Los, hinter, hopp. Zack, zack. Ich helfe dir natürlich. Bam. Naja, sollten wir zusammen schaffen, Spirit. Super. Perfekt. Gefällt mir. Wir müssen jetzt leider ganz kurz zwei Level machen. So, wir interagieren damit. Super, habe ich gemacht. Ach. Warte mal, sind dafür diese Türme da? Und zwar die da vorn? Ich glaube schon. Okay, cool. Hilfe für die Alten. Ich glaube, da braucht jemand Hilfe. So, jetzt will ich aber mal ganz kurz was testen. Das ist Spirit. Wenn ich jetzt einfach hier runtergehe und dann hier runtergehe, wird ein bisschen wehtun, aber... Okay, Spirit kommt runtergelaufen. Warum bekommt das Spiel es hin, aber... Hä? Oh, okay, das wird düster. Versteinern und Dunkelblitz. Ich würde sagen, Dunkelblitz schnell mal hier hin. Sieht cool aus. Eile. Das müssen wir jetzt erstmal testen. Wir brauchen einen Monster. Warte mal. 133. Was? Okay. Ich lade mal ein bisschen länger auf. Hat es daran gelegen? Oh mein Gott, das ist ja wie, als ob Corona gegen ihn springt. Ich bin gleich tot. No. Oh. Warte mal, kriege ich selbst davon Schaden ab? Das sieht so ulkig aus. Viel Spaß, Pilz. Sieht aus wie Corona. Mutiert. Hey, wartet mal. Da passiert ja gar nichts. Gut, gehen wir mal rein. Hi. Was soll das darstellen? Gemok. Moin, Gandalf. Hä? Wie geht's dir? Sprich mit Gemok. Habe ich gemacht. Benötigt... Stufe 10. Mache ich sofort, Kollege. Pass du mal ganz kurz auf mein Pferd auf, okay? Ey, ich danke... Glaubt ihr, wir können da rein? Warte mal. Hier unten ist es ja jetzt offen. Oh Gott. Hoffen wir mal, dass wir nichts ab... Das war ein Fehler, oder? Habe ich einen Fehler begangen? Ich habe ein Dämonenauge. Was ist das? Vor der Herstellung verbrauchen wir halt... Ja, ja, irgendetwas. So, was ist denn hier drin? Wenn schon alle abgehauen sind, packe ich mir doch ganz kurz die Truhe. Mareiks Höhle. Jo, kein Problem, Mann. Ich gönne mir kurz deine Truhe, ja? Hoffentlich hat der einen Schatz da drin. So, was war da? Jo! Okay. Jo, GG. Was ist das denn hier?
Hallo? Oh, ich hab nichts gemacht. Weiche vor mir, Satan. Push dich. Huch. Du bist ein bisschen schnell. Ah, ich hab keinen. Okay, okay, wir müssen weg. Wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Bisschen strong sind die schon, aber. Nee, oh Gott. Viel zu stark. Viel zu stark. Wir müssen weg hier. Was habe ich denn da jetzt so Schönes bekommen? Gesille, Elementalzauber. Jo, kein Problem. Ey, das ist viel stärker als meiner. Du besitzt nicht die Stufe. Was brauche ich denn dafür? Stufe 5? Ah, okay. Okay, hat sie erledigt. Aber wir haben ihn schon mal. Vogel, es tut mir leid. Vogel, es tut mir leid. Leute, Level 10 erreicht. Ach ja, Leute, und hier gibt es nochmal ein Problem. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Seht ihr diesen Kreis da? Ich weiß nicht, ob er dann irgendwie abgelöst wird oder so, aber ich hoffe nicht. Vielleicht... Ah! Guckt mal! Bedeutet also im Umkehrschluss, wir müssen ihn füttern, ansonsten haut er uns ab. Ja gut, eigentlich wie in Real Life. Ja, Leute, ich weiß, es ist dunkel, aber das ist halt das Spiel. Das ist die Werkbank. Stellen wir hier so hin. Gut. Oha! Ich finde, es sieht schneeig aus. Und Stein der Wiederkunft. Da ist er. Pack mal da in die Ecke rein. Okay, damit können wir uns also immer hin und her beschwören. Beziehungsweise halt, wenn wir sterben, ihr wisst schon. Und Beschwörungskessel, was gibt es hier denn noch? So, das ist die Schneiderbank. Geht alles von alleine, wird automatisiert. So, die Mission haben wir auch fertig. Ich habe was bemerkt. Ah, okay, kann ich euch beim nächsten Mal zeigen. Ihr seht ja das hier. Das Blaue bedeutet, wann das erste fertig ist. Und das Rote außen sind uns, ne, ich stelle jetzt 4 Stück noch her. Bam, ein roter weg. Jetzt sind nur noch 3 Stück da. Cool animiert. So, jetzt aber. Herstellen. Super. Das dauert ein bisschen. Aber wir können ja warten. Ah, Freunde, falls ihr hier noch dran geblieben seid. Ich wollte eventuell auch ein Projekt von Valheim machen. Weiß ja nicht. Vielleicht möchte das jemand sehen. Schreibt mal in die Kommentare. Hey, Spirit. Ich weiß, du freust dich schon. Aber, ich glaube, das müssen wir einfach hier reinziehen, wa? Ja, guck mal, wie hübsch. Eieiei. Ja, dann mach mal einen guten Job, okay? Wir gehen mal einmal auf dich drauf. Wie reite ich den denn jetzt? Ach, da in der Mitte rauf. Ach. Ach, wie cool. Okay, es geht keine Ego-Perspektive. Wir müssen so reiten, ne? Ja, ist jetzt nicht perfekt gemacht von der Animation her, aber ey, wir müssen nicht mehr zu Fuß laufen. So, angreifen kann er auch. Komm, greif nochmal. Jo, perfekt. Rechts. Warte mal. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Doch, warte mal. Ich glaube, das funktioniert. Ja gut, das Rennen hier ist jetzt, ja, nicht das Beste vom Ei, aber ist doch cool. So haben wir schon mal ein Pferd. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, sehr gut, es kann springen. Wird es schneller? Ja, es wird ein Ticken schneller. Es kommt mir so vor. Ja, cool. Ein Ausritt mit Spirit gemacht. Passt doch. Ey, was will man mehr? Kannst du jetzt eigentlich auch ins Wasser rein? Weil ich habe bemerkt, er kann nicht ins Wasser rein. Gut, er kam mit mir zusammen ins Wasser rein. Kann ich mit dir hier hoch? Ich bin auch gespannt, wenn wir die Drachen haben, wie das dann sein wird. Wir gehen mal lieber weg. Also ich habe keinen Bock auf die Elfen, aber... Nee, nee. Und hopp. Nicht sterben, bitte. Ach, schön. Gefällt mir. Mit Spirit werden wir eine Menge Spaß haben. Aber wenn wir erstmal die Drachen haben... Das wird halt natürlich viel, viel geiler. Kann ich hier auch sammeln vom Pferd aus? Na super. Ich kann sogar vom Pferd aus sammeln. Schön. Wie gesagt, die Animation ist nicht die beste. Aber ey, was willst du verlangen? Ist doch hübsch gemacht. Ja, Freunde, dann würde ich schon mal sagen, das war's dann wieder von der weiteren Folge. Citadel, Forge with Fire. In der nächsten Folge werden wir, denke ich mal, unseren Besen herstellen. Und mal gucken, ob wir dann da drüben hingehen können. Aber... Mal schauen, sobald wir fliegen können, schauen wir uns mal die Map hier an. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.